Hallo, liebe Oldtimer-Freunde. Hier ein kleines Update von den Arbeiten am Versorb. Ich hatte ja im letzten Video erfolgreich das Fahrzeug hier zu mir in die Garage fahren können. Eigentlich wollte ich nur das Durcheinander mit dem Kabelbaum an der Motorhaube in Ordnung bringen. Aber wie ihr sehen könnt, habe ich nun mich entschieden, die Scheinwerfer auszubauen. Beim Sortieren der Kabel und beim Durchmessen musste ich den Scheinwerfer öffnen und dabei ist mir aufgefallen, dass der Lampentopf und auch der innere Ring, der den Scheinwerfer hält, im unteren Bereich, wo immer wieder hier auch etwas Wasser stehen bleibt, aufgrund der Form der Motorhaube, doch angerostet ist. Und ich habe mich deswegen entschieden, die Kabelbäume, die zu den Scheinwerfern führen, an denen ich so oder so arbeiten musste, mitsamt der Scheinwerfer auszubauen. Nun bin ich dabei, die Scheinwerfertöpfe zu entrosten, auch diese inneren, Ringe, die den eigentlichen Scheinwerfer halten, haben etwas abbekommen im unteren Bereich. Das heißt, das werde ich alles frisch machen. Die Scheinwerfer selber sehen eigentlich sehr gut aus. Ich vermute mal, dass die, als das Fahrzeug nach Deutschland kam und hier zugelassen wurde, gegen Scheinwerfereinsätze für linksgelenkte Fahrzeuge ausgetauscht wurden. Wie so oft in Großbritannien haben wir hier Baukastensystem, das heißt, verwendet wurden Lucas Typ F700 Mark 10, die sich bei vielen anderen Fahrzeugen finden, bei Land Rover oder auch bei Rover. Ja, das hält mich hier momentan am Versorb auf, aber ich hoffe, dass ich das die nächsten Tage richten kann.